Liebe Freunde, herzlich willkommen zu AirPod CEO und einem besonderen Video. Mein Name ist Kernkraft 3000 und heute beschäftigen wir uns mit den ersten Schritten in AirPod CEO. Wenn du also Probleme hast, einen Flughafen überhaupt zum Laufen zu bekommen oder bei einigen kleinen Details ja nicht weiterkommst, dann werden wir gemeinsam heute das beheben und für dich einen kleinen funktionierenden Flughafen bauen. Ja, und wir fangen direkt an. Wie gesagt, verzeiht mir bitte, wenn ich eventuell nicht alles exakt so hinbekomme oder eventuell so mache wie ihr. Das ist meine Lösung, mein kleines Tutorial-Video für euch, wenn ihr Anfänger seid oder überhaupt einen kleinen Flughafen zum Laufen bringen wollt. Ja, wir sind hier mit Frau Lerner. Frau Lerner ist unsere CEO vom Wir Lernen Airport. Und das Erste, was man sieht, wenn man ins Spiel reinkommt, ist das hier. Also erstmal nichts. Ihr seht noch vor diesem Video eine kleine Übersicht. Die habe ich jetzt einfach mal weggeklickt, weil das nicht wirklich sehr aussagekräftig ist. Das beschreibt eigentlich nur die ganzen Positionen hier oben, hier rechts und hier unten, was das alles bedeutet. Das werden wir aber im Spiel selber jetzt auch herausfinden. Also, womit fängt man eigentlich an? Normalerweise fängst du damit an, dass du guckst, okay, wo ist hier ein Tutorial? Das gibt es in dem Sinne hier schon. Unter den vier Punkten hier verbergen sich die Dokumentationen des Spiels. Die sind hier drin. Ich finde sie aber für den Anfang sehr schwierig. Ich habe, glaube ich, am ersten Abend, weiß ich nicht, 3-4 Stunden gesessen und immer noch keinen fertigen Flughafen hinbekommen. Denn man kann nicht einfach hier oben das durchgehen, das nächste Dokument durchgehen, das nächste, das funktioniert leider nicht. Die überschneiden sich so teilweise und man weiß immer nicht so genau wann. Ne? Man kann hier anfangen, hier oben steht ja im Progress und wenn man das richtig macht, dann steht dann, dass man das vollendet hat und das öffnet sich jedes zweite. Wir machen das heute aber nicht, denn ich zeige euch, wie wir hier selbst Hand anlegen und währenddessen werde ich noch einiges erklären und ein paar kleine Feinheiten erklären. Und hoffentlich werden wir, nein, nicht hoffentlich, das werden wir schon hinbekommen, einen kleinen fertigen Flughafen in dieser ersten Schulstunde hinbekommen. Also, fangen wir an. Was ihr hier seht, ist die Zugangsstraße. Die solltet ihr auf jeden Fall nicht löschen mit dem Bulldozer hier. Nicht löschen. Da steht nämlich schon die Fehlermeldung. Ihr braucht mindestens eine verknüpfte und erreichbare Ladezone. Und die könnt ihr nicht abreißen. So, also, wo fangen wir an? Wir haben hier die erste Zufahrt mit den Ladezonen für Materialien und hier unten für unsere Arbeiter. Und das allererste ist natürlich, wie bekommt ihr eigentlich Arbeiter? Denn ganz so einfach ist es nicht. Ihr baut nicht etwas und dann erscheinen hier irgendwelche dubiosen Arbeiter aus dem Nichts. Ihr müsst sie natürlich erstmal anstellen. Und wie machen wir das? Das machen wir gleich. Ihr könnt natürlich hier erstmal gucken, hoch bei Verträge. Ihr müsst nämlich erstmal eure Position in eurer Firma besetzen, bei den meisten Positionen zumindest, irgendwelche Managerposten, die dann für euch erst Verträge freischalten und dann könnt ihr selber Verträge abschließen. Wir können aber jetzt hier eins machen. Ihr seht jetzt hier schon, dieses Small Building ist schon direkt, wird uns schon angeboten, können wir also mal raufklicken. Und was bedeutet das? Dieser Vertrag bedeutet, du kannst 51 Arbeiter maximal bekommen zu einem Stundenlohn von $7,30. Ja, Leertaste ist übrigens Pause und Play, haben sie mal wieder mit reingenommen. Wir unterzeichnen also diesen Vertrag, dann haben wir erstmal hier im Vertragsfenster unseren ersten akzeptierten Vertrag, könnt ihr auch filtern. Und der berechtigt uns jetzt dazu, hier auf den Konstruktion-Tab zu gehen. Und hier sehen wir jetzt verfügbare Vertragspartner oder Arbeiter 51. 51 haben wir und die werden wir auch gleich alle, mit diesem Klick können wir die alle quasi anrufen und auf die Baustelle holen. Oder wir können ja einzeln 5, 7 einzeln dann hier draufklicken und uns ranholen. Oder mit Steuerung plus 10 bis zum Maximum holen. Machen wir jetzt, anrufen und die Leute kommen vorbei. Sehr schön, die werden auch so gleich angekarrt, das werdet ihr sehen. Ja, und was sollen die eigentlich machen?
Wir bauen erstmal und ich würde euch empfehlen, ihr könnt natürlich grundsätzlich, beachtet das bitte, nagelt mich da nicht unbedingt fest, hier kommen unsere Arbeiter. Viele Wege führen nach Rom, ihr könnt natürlich bauen, wie ihr wollt. Ich zeige euch hier ein für mich funktionierendes Beispiel und meine Erkenntnisse nach circa 10, 12 Stunden im Spiel. Okay, fangen wir also an. Wir bauen hier eine Straße und ich würde euch empfehlen, ihr seht das ja selbst hier, guckt euch mal den gelben Bus an. Der dreht jetzt hier einmal um und was passiert dann? Er wartet auf die Halteposition, er kommt hier also nicht ran und das führt zu Stau. Also macht das ein bisschen anders, baut hier gleich eine Straße irgendwie drumrum, die euch ein bisschen Freiraum schafft und dann könnt ihr hier einige Routen freischaufeln. So, und das könnt ihr so machen. Hier sind unsere Arbeiter, herzlich willkommen. Und zugleich, wenn ihr was anfangt zu bauen, kommen auch die ersten Materiallieferungen schon angefahren. Das machen wir jetzt hier. Wir bauen hier ein paar Blaupausen. So, die Straße. Ich glaube, das reicht erstmal so. Wir können hier natürlich dann noch Loading Site können wir hier so lassen. Wir könnten natürlich auch Bus Stops machen. Die brauchen wir später für unsere Passagiere. Machen wir das mal so. Und so. Und vergesst nicht, dass ihr auch private Kunden habt, die gerne ihr Auto stehen lassen. Also bauen wir auch private Parkplätze für die Autos. So, die Arbeiter holen das Material und fangen schon direkt an zu bauen. Wenn ihr jetzt wieder Tab drückt, öffnet sich euer letztes geöffnetes ja, Dashboard hier. Und hier seht ihr unter anderem, wie viele Objekte, also jedes kleine Feld ist ein Objekt, noch zu bauen sind. 128, Entschuldigung. Könnt ihr wieder zumachen, alles. Okay. Wenn wir das haben, müssen wir das natürlich ein bisschen verbinden auch. Ihr müsstet diese Sachen nicht zwingend mit irgendeinem Fußweg verbinden, denn wenn ihr eine Straße baut oder allgemein auch hier so Objekte, dann seht ihr, dass immer ein Gehweg mit drinne ist. Bei den Bauarbeitern ist es egal, die laufen, die haben überall Berechtigung zu laufen. Die Passagiere können aber trotzdem hier lang laufen. Wäre kein Problem. Ich möchte es aber ein bisschen ästhetischer machen mit euch. Also bauen wir einen Sidewalk und es ein bisschen ansehnlicher machen. Hierhin. Hier oben kommt erstmal unser Startterminal hin im Übrigen. Und damit die Passagiere auch die Straße überqueren können, ein Crosswalk, ein Zebrastreifen wird auch gebaut. Und wir verbinden erstmal diese Flächen hier auch mit einer Fußgängerzone. So, lassen wir das nebenbei einfach weiterbauen. Ja, und dann geht's schon los mit dem Terminal. Die Leute sind bereit, quasi hier abgeladen zu werden und unseren Flughafen zu betreten. Und was brauchen wir da? Ihr klickt also unten auf Structures, Terminal, Foundation. Das heißt, ihr könnt anfangen, hier euren Terminal hinzusetzen. Machen wir das mal einfach hier 40, 40 mal 12. Klingt erstmal gut. Das werden wir dann auch gleich verbinden mit einer Fußgängerzone dort. Türen müsst ihr natürlich auch bauen und das geht eben nur hoch bei Structures. Das geht eben nur auf diesen Strukturen hier beziehungsweise auf den Mauern. Machen wir das mal ein bisschen ästhetisch. So. So. So, jetzt haben wir quasi schon eine Ladezone. Man sieht das jetzt hier, wie das ein bisschen schon in Stocken gerät. Und die ganzen Busse für die Passagiere würden jetzt hier hinter auch halten, so wie der Truck hier. Und die umfahren das dann einfach und können sich hier gegenseitig ein bisschen Platz lassen. Das könnt ihr natürlich ein bisschen mit experimentieren. Auch mehrere Verwinkelungen, mehrere Kreuzungen und so weiter, die ein bisschen ineinander verschachtelt sind wie kleine Schnecken, sodass nicht so viel Platz drauf geht. Okay, wir haben also hier unser Fundament und die Türen. Ihr müsst auch immer im Kopf behalten, was sollen die Passagiere machen und wie ist der Ablauf, wenn du ein Passagier bist. So, und das Erste ist, die Leute gehen in den Flughafen, in das Flughafen-Terminal rein und müssen ihr Gepäck abgeben.
So, und die Leute müssen hier ihr Check-in abgeben. Das machen wir auch gleich hier. Und der Check-in bedeutet, Koffer werden hier abgegeben und auf das Fließband zum Security-Check weitergeleitet. Das zeige ich euch dann später. Das zeige ich euch dann später. So, und wenn die Leute hier reinkommen, machen wir das mal ein bisschen komfortabler. Gehen die Leute hier, zack, 1, 2, bauen wir erstmal das. Das wird später noch ein bisschen ausgebaut. Das zeige ich euch, wenn diese ganzen Objekte gebaut sind. Wir lassen es hier mal ein bisschen schneller ablaufen. Dann zeige ich euch, wie ihr mit diesen einzelnen Objekten weiter vorgeht. Also, die Leute kommen hier rein, müssen zum Check-in-Desk, um ihr Gepäck abzugeben, um ihre Koffer abzugeben. Und was machen sie dann? Dann wollen sie durch die Sicherheitszone, um schlussendlich zu ihrem Flugzeug zu gelangen. Und das müssen wir erstmal festlegen. Also, wo sollen die Leute hin? In eine Sicherheitszone. Das bauen wir hier unter Areas. Secure. Zieht das erstmal hier ein Stückchen. Wir wollen hier unsere Sicherheitszone haben. Wenn ihr die Zone nochmal aufrufen wollt, drückt einmal die Taste Z. Z. Dann könnt ihr euch die bereits gelegten Zonen hier aufrufen. So. Und jetzt wird es schon ein bisschen kniffliger. Diese Zone kann man natürlich oder soll man natürlich nur betreten, weil es eine abgesicherte Zone ist, wo vorher ein Security-Check schon war. Die Leute wurden also überprüft, ob sie irgendwie Waffen oder was auch immer mit dabei haben. Und das müssen wir natürlich gewährleisten. Kann man hier machen mit einem Security-Checkpoint. Und ihr seht ja schon hier, der Security-Checkpoint muss überlappend sein. Ihr leuchtet hier grün auf. Er muss überlappend sein in eine rote Zone. Man sieht das hier, eine Security-Zone und eine normale Zone, also eine nicht definierte Zone. Das heißt, die Leute kommen hier rein. Und wir können hier einen Security-Check einbauen. So, ich baue hier noch einen Small-Security-Check ein. Das zeige ich euch auch gleich, warum. Denn dieser Security-Check ist ein bisschen größer. Der ist für alle Passagiere. Das zeige ich euch gleich, wenn das fertig gebaut ist, die Einstellung. Dieser hier für Bedienstete, also Angestellte des Flughafens. Und damit die sich nicht gegenseitig die Warteschleife hier, die Warteschlange behindern, wird das daneben gestellt. So, jetzt müssen wir natürlich noch gewährleisten, dass kein Passagier einfach so die Sicherheitszone betritt. Also gehen wir hier auf Structures, Wall und bauen eine Mauer von hier, hier und grenzen diesen ganzen Bereich ab, damit die Leute, na, das war ein bisschen zu voreilig, damit die Leute, die bereits wieder ankommen an unserem Flughafen, denkt also ein bisschen voraus, die Leute, die ankommen, wollen natürlich diesen Sicherheitsbereich, hier ist er nochmal eingeblendet, verlassen. Und das machen sie einfach in einem Secure Zone Exit. Man sieht das hier, das ist einfach ein kleiner Bereich. Ist einfach ein kleiner Bereich, wo die Leute durchgehen und sicher und nur in eine Richtung, nämlich von hier, hier durch nach draußen gelangen können. Und so ist diese Zone jetzt für euch fertig und für die Passagiere. Hier wird noch fleißig gebaut. Das Erste, was wir aber machen können, ist uns hier die Station angucken. Also, ich mache hier mal kurz Pause. Entschuldigung, was seht ihr hier? Ihr seht hier erstmal den Check-in-Desk. Der Check-in-Desk ist noch deaktiviert. Er ist aktiviert und ihr könnt ihn hier deaktivieren. Und was braucht er? Mindestens ein Airport-Staff, also ein Flughafenangestellten, der hier arbeitet hinter dem Computer. Das können sein maximal zwei. Man sieht das hier, ich habe einmal drauf gedrückt. Maximal zwei können hier arbeiten. Hier seht ihr zwei Computer. Wir können hier also vier einstellen. Können wir machen. So, und wir bauen als erstes eine Warteschlange, eine Warteschleife. Das müssen wir nicht, ist aber einfacher für die Koordination. Machen wir das einfach so. Haltet ihr ein bisschen so, so, so. Hier unten können wir das Gleiche machen. Wir erhöhen das auf zwei Airport-Angestellte. Eine Warteschlange, Bild Kö oder Q, Entschuldigung. Hier oben bauen. So, und ihr seht schon, das ist der Eingang für die Flughafengäste. Okay. Was haben wir noch? Wir haben hier
den kleinen Security-Check, damit im Moment jegliche Leute diesen Bereich betreten können und entweder zu ihrem Flugzeug oder zur Arbeit kommen. Und wir haben gesagt, wir wollen diesen Small Security Checkpoint nur für Angestellte. Also machen wir die Passagiere weg. Das heißt, Employees ist noch angemarkert, können wir machen. Hier kann man auch eine Warteschleife bauen, würde ich aber nicht machen. Brauchen wir nicht zwingend. Ja, es sind nicht so wahnsinnig für einen Anfang, noch nicht so wahnsinnig viele Angestellte, so wie er hier. Pierre Dubois, die hier durchlaufen müssen. Also lassen wir das so. So, wir lassen ein bisschen schneller laufen. Hier kommen übrigens, seht ihr die Fließbänder, die Leute checken hier ein, legen ihr Gepäck, also Rucksäcke, was auch immer, Koffer hier drauf und das wird dann abtransportiert. Das zeige ich euch aber erst später, nachdem wir das erforscht haben. Wir bauen das hier erstmal kurz zu Ende. So, ihr seht von hier oben, hier sind jeweils Türen dran. Die Leute kommen hier rein, gehen raus und können den Flughafen verlassen, können natürlich noch ihr Gepäck abholen, das wir auch später noch hinzufügen. Mit einer kleinen Gepäckabholstation. Das ist also auch ein Fließband, so ein Laufband, wo das ganze Gepäck mit ausgegeben wird. Okay. Das Terminal ist erstmal fertig. Ich mache hier nochmal kurz Pause. Hier sehen wir den großen Checkpoint. Hier können wir auch wieder einstellen, wen wollen wir haben. Passagiere, ja, aber dafür keine Angestellten. Die nehmen wir raus. Eine Warteschlange bauen. Bildkühe können wir bauen. So, zack, alles fertig, in Ordnung, sieht gut aus. Ihr könnt es natürlich ein bisschen größer noch bauen. Ich habe es jetzt hier zum Anschauen ein bisschen dichter zusammengebaut. Wir müssen mal gucken, ob die Leute hier rüber gehen können, bin ich nicht ganz sicher. Wird sich zeigen, okay. Ja, wir können auch einige andere Sachen bauen, das brauchen wir aber im Moment noch nicht. Zum Beispiel Aufenthaltsräume, Toiletten, ist nicht zwingend notwendig, um einen Flug abzuwickeln. Also, nochmal kurz zusammengefasst, die Leute als Passagiere kommen ja rein, müssen zuerst zu den Check-ins ihr Paket abgeben, sich anmelden zum Flug, warten dann hier auf ihren Flug. Hier können wir zum Beispiel auch einfach ein Gate-Seating bauen, also eine Bank oder zwei. Können sich die Leute hinsetzen, während die auf den Flug warten, müssen dann hier durch den Security-Checkpoint ihr Handgepäck überprüfen lassen und sind dann hier, Taste Z, im Sicherheitsbereich des Flughafens. Das heißt, sie wurden schon einmal kontrolliert. Und natürlich seht ihr hier, muss natürlich auch, warum steht das jetzt hier nicht, wundert mich ein bisschen, aber muss natürlich auch von, ich glaube, drei Angestellten bedient werden. So, die können wir auch gleich einstellen. Gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Applicants. Und was brauchen wir dafür? Security. So. Wer bewirbt sich hier bei uns? Nehmen wir einfach mal anstellen die teuersten hier oder die mittleren. Drei. Machen wir mal vier. So. Diese sind also jetzt angestellt, laufen automatisch auch zu ihrem Arbeitsplatz. Es gibt noch keine direkte Zuteilung, das habe ich zumindest noch nicht gefunden im Spiel. Wird mit Sicherheit auch später kommen, dass man teilen kann, du sollst dort arbeiten und du sollst dort arbeiten. Und du dort. Das geht im Moment noch nicht. Die Leute gehen irgendwie nach einer eigenen Priorität zu ihren Arbeitsplätzen und besetzen die. Also, die Leute sind dann hier drin, warten dann auf den Flug. Und um zum Flug zu kommen, brauchen die Leute dann ein Boarding Desk. Der Boarding Desk verbindet quasi das Flugzeug, das ist dann quasi das Tor zum Gate, zum Flugzeug, mit den Passagieren. Also können wir das theoretisch hier bauen und bauen wir nochmal eins hierhin und wir bauen zugehörig dazu, lassen wir das gleich mal ein bisschen schneller abarbeiten, zugehörig dazu bauen wir auch hier den Small Stand. Das ist also unsere kleine Flugzeugankunftszone. Machen wir das mal So hin. So, Airport Stuff. Ihr seht jetzt schon hier sind jetzt vier Security angestellt, automatisch hingelaufen. Das sind die, die wir eingestellt haben. Hier fehlt noch einer. Also stellen wir am besten noch einen ein. Machen wir auch gleich. Hier oben haben wir schon zwei Boarding Desks gebaut.
stellen wir natürlich auch sehr gerne zwei AirPod-Stuff ein. Und zwar den und einfach den. Um das jetzt zum Laufen zu bekommen, müssen wir das noch verbinden. Connect Stand. Ihr klickt auf ein Boarding Desk, ne, auf einen, der quasi die Passagiere zum Flugzeug lässt. Connect Stand müsst ihr dann einmal klicken. Dann seht ihr hier den roten Pfeil und der wird erst grün, wenn ein verfügbarer Stand hier auswählbar ist. Klickt also rauf, zack, ihr seht automatisch, wenn ihr wegklickt, draufklickt, das Ding ist verbunden. Reconnect könnt ihr nochmal machen, dann könnt ihr das hier nochmal connecten, zack, geht er hier rüber. Reconnect oder Clear, also auflösen, zack und Connect. So, und ihr seht jetzt noch die Meldung, solange das hier noch rot ist, ist noch deaktiviert. Klar, hier fehlen noch einige Sachen, wir verbinden aber auch diesen mit dem Stand und haben zumindest das. So, klicken wir jetzt als nächstes auf den Small Stand selber. Und hier seht ihr einiges, ihr könnt es upgraden, das könnt ihr auch mit anderen Gebäuden noch machen später. Ihr könnt es hier open, aber öffnen wollen wir das noch nicht freigeben für ankommende Flugzeuge. Jetzt könnt ihr entscheiden, was soll eigentlich hier landen. GA, also General Aviation, sind die kleinsten im Moment verfügbaren Verträge für Flugzeuge. Das sind also Sportflugzeuge, unter anderem Cessna. Oder ihr macht hier die etwas hochpreisigeren Flüge, Commercial, also die Geschäftsflüge. Wir machen jetzt aber erstmal hier General Aviation, klicken darauf, okay, funktioniert, klicken darauf, funktioniert. Wir brauchen aber dafür, damit auch die funktionieren und angelaufen werden können, wir gehen auf Infrastruktur und wir brauchen eine Landebahn. Wir bauen also hier unsere erste Landebahn, haben wir einfach mal platziert und um später zur Landebahn zu kommen, brauchen wir eine Taxiroute. Von der Landebahn zu den Stands. Und ich würde euch empfehlen, macht das nicht am Ende, das verwirrt die Flugzeuge ein bisschen im Moment. Das wird auch nicht zwingend in der Realität so gebaut, sondern Taxiway Foundation, also ein Taxiweg. Machen wir das hier mal mit Beton und zieht den am Ende, machen wir mal 3 und hier machen wir auch mal 3. Okay, das sind dann schon 3, so. Und hier ziehen wir das auch mal weiter bis zum Ende. Und bis zum Ende, das sollte erstmal reichen. Und ihr seht schon, die Flugzeuge kommen also hier an. Das könnt ihr natürlich noch einstellen. Wir wollen im Moment nur General Aviation. Und ihr könnt auch hier die Option einstellen, was sollen die Flugzeuge machen. Nur ankommen oder abfliegen. Wir machen im Moment beides, das reicht vollkommen aus. Ihr könnt hier oben wieder einstellen, soll diese Landebahn geöffnet werden, geupgradet, repariert oder zerschrottet. Wir lassen es erstmal so. Jetzt, wo wir hier also einen kleinen Taxiweg haben, müssen wir auch noch Taxirouten festlegen. Das bedeutet, den Flugzeugen sagen, hallo, wenn du hier gelandet bist, wo sollst du hin, damit du zum Stand eine Route findest. Das machen wir wieder hier bei Infrastructure. Und wir waren hier beim Taxiweg und direkt daneben ist hier der Taxiway Path, also der Taxiweg. Ihr seht das schon, es erscheinen also diese Punkte, die sind hier schon fix, damit die automatisch die Landebahn von oben nach unten abrollen können, damit sie wissen, wo sie hin können. Kommen die Flugzeuge hier also an, wollen wir, dass sie erstmal hier auf den Taxiweg kommen. Wir klicken also hier, bauen, okay, und bauen hier weiter. So, und verbinden den Punkt vom Stand noch einmal hiermit verbunden und ihr seht, das rote Flugzeugzeichen geht schon weg. Verbinden und wir verbinden das auch zum Ausgang bzw. Eingang. Jetzt ist ganz wichtig, lassen wir das erstmal kurz fertig bauen. Dann zeige ich euch noch kurz gleich die Haltepunkte, was noch wichtig ist, damit kein Stau entsteht bzw. die Flugzeuge geortete Bahn gehen. Also, hier fehlt aber noch eine Kleinigkeit. Ihr seht, das blinkt immer noch. Und damit es blinkt, braucht ihr hier einen Set Pushback Point. Der ist automatisch schon eingestellt. Wir machen den aber nochmal neu, wo die Flugzeuge kurz anhalten. Hierhin. Machen wir Set Pushback Point hierhin. Und diese Verbindung funktioniert auch. Hier seht ihr das auch. Das seht ihr auch. Und jetzt können wir eins machen. Ihr klickt hier
wenn ihr die Taste T drückt, T wie Theodor, könnt ihr euch hier nochmal den Taxiway aufrufen, was ihr als Taxiweg gelegt habt. Und ich würde euch empfehlen, das können wir jetzt mal machen hier aus optischen Gründen, ihr klickt einmal hier rauf mit Rechtsklick, ihr klickt einmal hier mit Rechtsklick auf den Punkt drauf und dann könnt ihr hier diesen Taxiwegpunkt als Holding Point machen. Einmal raufklicken und das möchten wir aber gerne nochmal drehen und nochmal mit links rauf und nochmal mit links rauf. So, dann ist der Weg jetzt hier als Haltepunkt definiert. Das bedeutet, die Flugzeuge werden hier abgewickelt, haben ihre Passagiere und Gepäck wieder an Bord, wollen also abfliegen und können theoretisch hier raus, halten hier kurz an, ob die Landebahn frei ist, gehen dann auf die Landebahn und verlassen die Landebahn mit dem Start. Ich zeige euch das hier drüben auch. Hier machen wir auch einen Haltepunkt. Mit Rechtsklick nehmen wir mal diesen grünen Punkt hier. Einmal Rechtsklick, ihr habt euch das kleine Menü aufgerufen. Holding Point. Hier steht Click Twice to Rotate. Das ist ein bisschen irreführend. Ihr könnt also keinen Doppelklick, sondern klickt einmal mit links. Habt ihr den Runaway Head. Wir wollen es aber umdrehen. Und nochmal mit links ist es weg. Und nochmal mit links ist es wieder da, aber in unsere Richtung. Das seht ihr jetzt. So. Jetzt ist das eigentlich schon fast fertig. Wir können jetzt eins machen. Ich mache mal kurz Pause. Wir können hier versuchen, kriegen wir das Ding geöffnet, weil das ist nur noch das Einzige, was fehlt. Open Stand. Ja. Es erscheint Licht. Keine Fehlermeldung mehr. Alles da für unsere kleinen Sportflugzeuge geöffnet. Open Stand. Ja. Was gibt's noch? Die Landebahn. Die blinkt noch. Wir müssen hier noch einiges machen. Was können wir machen? Wir klicken auf Open Runway. Ist open. Es fehlt aber noch einiges und das müssen wir nochmal freischalten. Das zeige ich euch, wie es geht. Wir brauchen ein Gepäckbeförderungssystem, nicht zwingend, aber wir versuchen mal, ob wir jetzt schon eine geeignete, einen geeigneten Kreislauf hinbekommen. Und ihr seht auch jetzt, die kleinen Boarding Desks hier sind grün. Die funktionieren. Die funktionieren, ist grün, es funktioniert, ist grün, es funktioniert. Es funktioniert, aber hier fehlt noch eine Meldung, Baggage Bay Connection. Und das ist jetzt das Gepäckbeförderungssystem. So, und wie finden wir das? Das finden wir wieder unter Contracts, Verträge. Wir gehen hier auf Procurement, also das ist quasi dieser ganze Waren- und Datenverkehr. Wer im Handel arbeitet, der kennt das. E-Procurement nennt man das heutzutage, also elektronischer Datenverkehr, Warenverkehr und alles, was dazugehört. Und ihr seht schon hier eine Meldung. Wir brauchen einen Procurement Director, um das aufrufen zu können. Das heißt, wir brauchen in unserem Management-Team erstmal einen Director. Wir gehen also hier auf Employees und gucken erstmal hier The Board. Das sind alle unsere Führungspositionen. Wir sind hier als einzige CEO, Frau Lerner, angestellt und wir brauchen einen Procurement Director und das sagt euch auch warum. Hier, need you procure or unlock new assets for your airport. Um überhaupt etwas freizuschalten im Procurement Sektor, brauchen wir den Procurement Director. Mein Gott, Englisch, Denglisch. Also verzeiht mir bitte, wenn ich hier natürlich noch viel auf Englisch mache. Das Spiel ist auf Englisch und soll auch erstmal so bleiben. Ist nicht die höchste Priorität bei den Entwicklern. Also. Und damit wir einen Director bekommen in diesem Bereich, müssen wir erstmal eine Ausschreibung freischalten und das machen wir hier. Open for Application und dann ist quasi der Bewerbungslauf frei. Und wir gehen hier auf Bewerber Applicants, wählen hier aus, wen wollen wir haben, wen suchen wir. Ein Procurement Director. Haben sich schon einige beworben? Ja. Sam Turner, Rebecca oder Jamal. Ich gehe jetzt mal hier auf Rebecca. Ja, sieht sehr gut aus. Stellen wir doch mal direkt ein und ihr seht, wir gehen auf Contracts, wieder Procurement. Wir haben diesen Sektor freigeschaltet und wir wollen, ich gehe ein bisschen runter, wir brauchen das Baggage Handling System. Also anlocken. Hoch, wir brauchen noch einen COO. Okay, um das wirklich freizuschalten, brauchen wir noch einen COO. Wir gehen also wieder auf Employees, unser Board. Wir brauchen COO, öffnen das für Bewerbungen. Applicants, wir suchen ein COO, $97, sehr guter Stundenlohn, Andrew, sieht gut aus, sehr hoch, die ganzen Skills, stellen wir ein. So Andrew, was können wir mit dir machen? Wir gehen wieder auf Contracts,
Procurement. Baggage Handling Service wollen wir haben. Unlock now. Okay, und jetzt seht ihr hier 19 Stunden. 19 Stunden dauert es und ich mache das mal im schnellen Vorlauf und für euch einen kurzen Schnitt in Video. Keine Angst, ich baue nichts Verbotenes, sondern wir sehen uns dann gleich wieder nach 19 Stunden. Ja, da sind wir wieder. Product Unlocked. Wir haben es also jetzt endlich freigeschaltet und wir können hier weitermachen mit unserem Gepäck-Transportsystem. Ich zeige euch das mal hier auf Items. Hier könnt ihr quasi eure oberirdischen und unterirdischen Gepäckbänder bauen. Und hier ist das Wichtige, das Cargo Bay, was viele Leute immer noch so ein bisschen zur Verzweiflung bringt. Ja, aber ich zeige euch, wie wir das hier mit integrieren können. Also, wir können das eigentlich fast hier auch gleich bauen. Und ich zeige euch auch, wie. Machen wir das mal hier so ein bisschen in die Nähe. Ich würde sagen, wir können das so hier bauen. Bauen wir erstmal das Teil. Und dann wird es gleich wichtig. Wir bauen hier oberirdische Fließbänder hin. Ihr könnt mit der Taste R wie Richard alle Objekte drehen, die ihr baut. Bauen wir das mal hier. Erstmal kurz hin. So. So. Und dann würde ich sagen, verbinden wir die alle mal nach dort. Denn ja, das läuft hier ein bisschen komisch, okay. Und jetzt machen wir das mal als kleinen Test. Unterirdisch. Läuft das rückwärts hier? Das ist ja ein bisschen doof. Moment, ich mache mal ein bisschen... Ich mache mal die Geschwindigkeit auf normal schnell. Jetzt läuft's. Jetzt läuft's normal schnell, okay. Und das sieht hier auch noch ein bisschen kurios aus. Noch ein bisschen kurios gebaut, aber egal. Machen wir das gleich. Wir bauen hier einmal als Test. Könnt ihr direkt an den überirdischen heranbauen, unterirdisch. Zack, und ihr seht das hier. Es geht hier in einen kleinen Tunnel unterirdisch weiter. Das bauen wir auch unterirdisch weiter. Mit der Taste R wieder drehen. Hier geht das Gepäck also rein. Oh, und ich habe es auch gerade falsch schon gebaut, sehe ich gerade. Das ist ein bisschen doof. Hier geht das Gepäck rein. Wir müssen das also wieder abreißen. Das ist doof gelaufen. Wir müssen das drehen, weil hier der Eingang, hier der Ausgang ist. Zack. So, so war es schon richtig. So war es schon richtig. Bauen wir das so. Lassen wir das mal ein bisschen schneller abarbeiten. So, das sieht hier noch ein bisschen komisch aus. Das machen wir natürlich auch weg. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Es gibt oft Leute, hier ist der erste kleine Trick, wenn es auch ein kleiner Trick ist für euch, wenn ihr es noch nicht wisst. Natürlich könnt ihr mit dem Bulldozer hier Sachen abreißen. Machen wir auch gleich mal. Zack. Was ist aber, wenn ihr unterirdische Sachen abreißen wollt? Das ist immer sehr schwierig. Da kriegt man oft Fragen. Wie mache ich das? Und ihr könnt auch eins machen. Klickt auf das Item, was ihr bauen wollt, was auch hier liegt. Und zwar waren das... Unterirdische, haltet die Steuerungstaste gedrückt, ich drücke jetzt Steuerung und ihr seht das hier, Demolition Tool. Das heißt, das, was ihr bauen wollt oder was es schon ist, könnt ihr mit gedrückter Steuerungstaste unten Linksklick hier drauf, theoretisch, würde jetzt dieses Objekt entfernen und zum Abreißen freigeben. Das wollen wir jetzt aber erstmal nicht machen, wir wollen es so rumbauen und oberirdisch, also das als erster kleiner Trick für euch. So. Ah, das ist ein bisschen doof. Das müssen wir alles hier irgendwie abreißen. Das ist ein bisschen doof. Mal kurz abreißen. Und nochmal neu. Gar kein Problem. Das Ding ist hier fertig. Jetzt. Nach da. Nach da. Sehr schön. Das fließt also. Die Leute geben ihr Paket hier ab. Das Paket hier ab. Und es soll natürlich dann hier ankommen. Und wir haben jetzt hier natürlich das Underground Belt. Soll hier hin. Dort hoch. Und jetzt muss es irgendwie wieder durch die Wand gehen. Lassen wir das noch ein bisschen unterirdisch. Bis hier. Und es soll oberirdisch werden. Denn es muss ja auch oberirdisch angeschlossen werden.
an dieses Fließbandsystem von dort nach dort. Zack. Hier machen wir das Gleiche. Das Paket wird hier zu den Flugzeugen transportiert. Kommt hier diese linke Seite wieder an von den Flugzeugen, die hier ankommen. Gepäck wird raufgepackt. Wir machen wieder unser Fließband bis hier rein. So, oberirdisch, dann wieder unterirdisch. Zack. Und lassen das jetzt aber mal hier laufen. Und hier laufen. Hier kommt es wieder an die Oberfläche. Das Förderband. Und wir bauen jetzt eine kleine Abholstation. Das zeige ich euch jetzt. Machen wir das mal hier, wo die Leute ihr Gepäck wieder abholen können. Machen wir mal einen kleinen Kreisel draus, eine Unendlichkeitsschleife, man sieht das jetzt hier, die verbinden wir noch. Die verbinden wir noch. So, das kommt hier also an das Gepäck und geht hier in diese Schleife und die Leute kommen hier raus, die Passagiere, die hier ankommen, holen den Gepäck ab und verschwinden gefälligst aus dem Flughafen. So machen wir das. Okay. Jetzt sind wir hier. Was das Teil aber noch braucht hier als Transportsystem ist ein Zugang zu dem Taxiweg, damit unsere kleinen Gepäckwagen das Zeug hier alles zu den Flugzeugen und von den Flugzeugen transportieren können. Das bedeutet, wir bauen hier erstmal zwei große Türen rein und ich würde sagen, das machen wir hier und hier. So, und dann brauchen wir natürlich wieder auf Infrastructure Service Road. Und wir verbinden die Service Road mit unserer schon vorhandenen Straße. So. Und ihr könnt auch hier raufklicken. So, ihr könnt auch hier raufklicken. So, achtet darauf, dass bei den Zonen solche Sachen wie diese Türen hier mit belegt sind, mit eurer Security Zone. Sonst gibt es Probleme mit der Wegfindung von euren Angestellten. Achtet da auf jeden Fall drauf. Wenn ihr Fehler habt und ihr wisst nicht warum, achtet auf die Türen oder solche Öffnungen mit einer Secure Zone noch versehen. Zack. Das ist also dann freigegeben für die Mitarbeiter. Wir müssen das jetzt hier verbinden. Die Leute wollen also hier ankommen, Gepäck abgeben. Und was fehlte noch? Connect to Baggage Bay. Das machen wir jetzt. Wo soll das hin? Zu welcher Gepäckstation? Hier ist unsere große Gepäckstation. Das ganze Teil auch verbinden. Fertig. Und können wir das starten? Aktivieren? Nein. Ramp Agents. Ganz wichtig. Diese Sache hier mit dem Gepäck braucht Ramp Agents. Und da holen wir uns auch mal 1, 2, 3, 4 Stück. Das sollte auf jeden Fall ausreichen. So, ihr seht es also, dass es jetzt verbunden ist und um das ganze Ding zum Laufen zu bekommen, wo auch einige Leute scheitern und auch kein großer Hinweis ist, außer mal in den Dokumentationen ein bisschen tiefer steckt, wie kriegt ihr das jetzt zum Laufen? Ihr müsst hier auf die Einstellung gehen, Construction oder Taste Tab, geht hier unten also auf quasi eure Overview-Einstellung und was wollen wir eigentlich machen? Hier können wir unsere allgemeinen Einstellungen wie ein Optionsmenü zu unserem Flughafen einstellen. Unser Airport ist im Moment geschlossen, also wir klicken hier rauf, er ist grün, Airport ist open, hier geht das Schild weg, wir können auch gleich Verträge annehmen, open all security, yes. Und wir wollen ganz wichtig, dieses Baggage Handling System aktivieren, ist im Moment deaktiviert, aktivieren, Ramp Agents sind hier noch nicht zugewiesen. So, wir brauchen natürlich aber auch noch, was gefehlt hat, das habe ich auch fast übersehen, die Leute brauchen noch eine Zone, wo sie ihr Gepäck abholen können und das ist hier aufgetaucht. Areas Baggage Claim. Hier sieht man das und wir machen das jetzt. So, die Leute können also in diesen Bereich kommen und ihr Gepäck abholen. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob wir das gestartet bekommen. Ramp Agent Service wollen wir erstmal natürlich aktivieren und jetzt gucken, ob wir das hinbekommen. Ja, es funktioniert. Wir haben erstmal alle Einstellungen auf Ja gemacht und jetzt aktivieren. So, wir haben jetzt also diese Area noch freigegeben. Die Leute können also hier Gepäck abholen. Was noch fehlt ist, wir müssen das natürlich als Ausgabepunkt noch zuordnen zu einem Baggage Bay System, also zu dieser Ladestation. Das machen wir damit. Das Ding funktioniert also wunderschön.
So, was mir gerade aufgefallen ist, ist natürlich schwierig, wir können diesen kleinen Stand mit dem Baggage Bay System nur verbinden, wenn ihr Commercial akzeptiert. Also akzeptieren wir einfach mal alles und ihr seht sofort, die zugehörigen Pfeile werden hier zugeordnet und uns fehlt natürlich noch Connect to Baggage Bay, damit die Bediensteten wissen, die Angestellten, wo sollen sie eigentlich was an- und abladen an Gepäck. Hier auch Connect Baggage Bay, zack. Hier ist alles grün, sieht gut aus. Und können wir das jetzt aktivieren? Ja, es ist alles aktiviert. Ihr seht die zugehörigen Pfeile. Das ist alles ein bisschen hakelig. Und jetzt seht ihr auch gleich, hoffentlich, wie die Angestellten, ja, da gehen sie schon durch den kleinen Checkpoint, die Ramp Agents zu ihrem Platz gehen. Im Übrigen könnt ihr hier die Gebäude anklicken und auch umbenennen. Cargo Bay 1 zum Beispiel, Enter, fertig. So könnt ihr auch eure Objekte umbenennen. Also wir machen hier eine kurze Pause. Und wir wollen ja erstmal gucken, dass hier auch Flugzeuge landen. So, und da müssen wir erstmal gucken, den GR-Panel hier oben können wir machen. Hier leuchtet das kurz grün auf, wenn ein kleines Sportflugzeug landen möchte bei uns. Die brauchen keine extra Verträge, sondern es leuchtet kurz auf und dann könnt ihr auf akzeptieren oder ablehnen. Oder ihr macht es ganz einfach und geht hier auf eure Übersichtseinstellung im Dashboard oder mit Tab diesen ganzen Bereich öffnen, hier unten auf diese Einstellung und wählt hier auf Always Accept GA, also immer General Aviation, also die kleinen Sportmaschinen automatisch akzeptieren. Das können wir machen und ich würde sagen, wir versuchen mal zu starten. Hier sehen wir schon, Open GA Panel ist dauerhaft auf grün. Eins kleiner Hinweis noch im Übrigen, wenn ihr das alles gebaut habt, dann erscheint hier auch euer Crafter Service Truck. Das braucht ihr, um das Gepäck zu transportieren. Das wird auch erledigt an- und abladen durch die Ramp Agents. Und dafür braucht ihr natürlich auch Sachen zum Runterstellen. Und das könnt ihr hier machen. Vehicle Depot sieht so aus, bauen wir jetzt erstmal nicht. Und hier vorne, wo das rote Symbol ist, muss es einfach nur angeschlossen werden zu einem kleinen Service Road, hier zu einer Servicestraße und dann funktioniert auch die Gepäckverladung. Ja, wir sehen jetzt hier unseren in der Struktur fertig gebauten Flughafen. Was uns aber noch fehlt, ist ein ATC Tower. So, und das bedeutet, ohne einen Tower kommen hier keine Flugzeuge an und das bauen wir jetzt einfach mal hierhin, würde ich sagen. Small ATC Tower. Verbinden den mit einer Service Road. Stellen auf schnell, dass es gebaut wird. Okay, da ist unser Tower fertig. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal. Zack. Ich würde sagen, herzlichen Glückwunsch zum ersten Flugzeug. Das hier ist eine kleine Sportmaschine, könnt ihr raufklicken. Ihr seht, woher das kommt, von Berlin-Tegel zu uns, das heißt unser Airport, wir lernen Airport, wir in Hamburg. Kommt an 8.43 Uhr, ja, ist hier gerade angekommen. So, und ihr seht jetzt den Verlauf, wir können ja mal hier ein bisschen folgen. Im Übrigen seht ihr hier, was dieses Flugzeug erwartet, das möchte hier gerne aufgetankt werden, das stellen wir im Moment noch nicht bereit. Dazu aber mehr in einer weiteren Folge. So, dieses Flugzeug wird eigentlich nur, wenn überhaupt, beladen. Es wird jetzt nichts weiter hier bedient für dieses Flugzeug. Wir sehen hier übrigens, ein zweites ist hier gelandet. Ihr bekommt pro einer gewissen Dauer alle paar Minuten eine Standgebühr, damit er sich hier einmieten darf. Ja, und dann wird dieser Flieger hier wieder abheben und zwar geplant 12.34 Uhr. Und somit habt ihr euren ersten absolvierten Flug und einen technisch funktionierenden, kleinen, aber feinen Flughafen. Ich hoffe, euch hat dieses erste Video gefallen, hat euch ein bisschen weitergebracht. Es ist nicht immer ganz einfach, nicht alles dokumentiert. Seid mir bitte nicht böse, wenn ihr das vielleicht anders macht oder ich das manchmal ein bisschen hakelig erklärt habe. Aber es funktioniert und Glückwunsch zu eurem wunderschönen Wir lernen Airport Flughafen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du Fragen hast, dann bitte, bitte als Kommentare unter dieses Video oder abonniere meinen Kanal für unsere Folge vom POD oder BER Flughafen bei Airport CEO. Vielen Dank fürs Zuschauen. Einen schönen Abend. Macht's gut.